to us a child is born. He shall reign forevermore. No way, no way. Come and see what God has done. No way, no way. The story of amazing love, the light of the world, given for us. No way. Son of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to raise us from the grave. Christ the kommt und seht. Vielen Dank für dieses Lied zum Auftakt unseres Familiengottesdienstes. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich schaue in so viele bekannte, aber auch viele unbekannte Gesichter. Es ist schön, das Forum voll zu sehen hier. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Herzlich willkommen zu unserem Familiengottesdienst. Alle Kleinen, alle Großen, alle Jungen, alle älteren Menschen unter uns, die Gäste des Schönblicks, unsere Gemeinde, auch viele aus der Nachbarschaft, aus unseren Städten und manche sind sogar ein bisschen weiter hergefahren. Und wir grüßen auch ganz herzlich alle, die uns jetzt online zuschauen und diesen Gottesdienst mitfahren über YouTube. Schön, dass ihr auch mit am Start seid. Ja, wir haben Heiligabend. Wir feiern Weihnachten. Kommt und seht. Wir sind eingeladen, heute Abend zu kommen. Das sind wir sind schon gekommen hierher, um zu sehen, um zu hören, um uns ja mitnehmen zu lassen auf die Weihnachtsbotschaft, auf Weihnachten selber, auf Jesus, dass wir uns auf seine Geburt vorbereiten und ja, den Geburtstag von Jesus miteinander feiern.
Und so feiern wir jetzt diesen Gottesdienst miteinander. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir, dass wir heute, jetzt deinen Geburtstag feiern dürfen. Miteinander, mit allen Generationen. Klein und groß, jung und alt. Du bist in diese Welt gekommen als ein kleines Kind, um uns zu begegnen. Und danke, dass wir jetzt auch dir begegnen dürfen in diesem Gottesdienst. Dass du geboren bist, dass du lebst, dass du auch jetzt hier mitten unter uns bist. Und darum bitte ich dich für jeden Einzelnen unter uns. Du weißt, was jeder von uns jetzt mitgebracht hat, wie es uns geht, was wir brauchen, was wir suchen oder was wir verloren haben. Du bist da und möchtest uns jetzt begegnen. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ja, wir dürfen gespannt sein, wir dürfen miteinander heute Lieder singen, Weihnachtslieder. Wir dürfen sehen und erleben ein Theaterstück. Wir dürfen eine Aktion für die Kinder erleben. Ihr Kinder seid gleich selber mitgenommen in diese Aktion. Und einer hat sich auch ganz arg gefreut, endlich wieder mal zu kommen, endlich wieder mal zu reden, endlich wieder mal unter vielen Menschen zu sein. Genau, Charlie. So, jetzt stellen wir uns mal hier hin. Huch, sind das viele Leute. Ja, ich gar mir gewöhnt, gell? So voll hier die Hütte. Gell? Ja. Ja, hey Charlie, wir haben jetzt Weihnachten, Heiligabend und Frage, bist du bereit? Nicht so ganz. Warum? Tja, ich bin heute über den Hintereingang reingekommen. Hä, wieso das? Nicht durch die Tür? Nein. Warum nicht? Trau mich nicht. Hä? Weihnachten steht doch vor der Tür. Ja, aber du Charlie, mittlerweile ist Weihnachten nicht mehr vor der Tür, sondern ich würde sagen, Weihnachten ist jetzt hier drin. Guck mal, die ganzen Menschen hier an, die sind alle hier drin, weil sie hier drin Weihnachten feiern. Stell dir vor, die würden jetzt alle vor der Tür stehen. Das wäre schon komisch, gell? Genau. Genau. Also wir feiern jetzt miteinander das Weihnachtsfest. Das tun die Hirsche auch. Die Hirsche? Ja. Wieso die Hirsche? Tja, der Hirsch hält sein Geweih nachts fest. Okay. Ja. Okay. Das tun die Elche auch, gell? Und manche Rehe, der Rehbock, der ein Geweih hat, der macht das vielleicht auch. Charlie, gar nicht so übel, gell? Okay. Genau. Aber Charlie, du jetzt mal geschwind eine Frage. Warum hast denn du jetzt so große Schuhe an? Machst du heute einen Marathon oder sowas? Das sind meine neuen Fußballschuhe. Fußballschuhe? Die sehen nicht nach Fußballschuhe aus, oder? Also da fehlt doch noch was, da fehlen die Stollen, oder? Deswegen bin ich ja hier. Wie, du bist jetzt hier? Ja, wegen dem Christkind. Hä? Was hat das Christkind mit den Schuhen zu tun? Tja, der Christstollen. Charlie, also, du bist ein Scherzkeks. Apropos Scherzkeks. Was Scherzkeks? Was ist ein Keks unterm Baum? Ein Keks unterm Baum? Weihnachtsbaum? Ein schattiges Plätzchen. Okay. Also Charlie, jetzt genug der Rede. Heute geht es ja nicht nur um Weihnachtsbäume, heute geht es auch nicht nur um Plätzchen. Heute geht es ja um ganz, ganz anderes, ja? Auch nicht um den Weihnachtsmann und so weiter. Aber eins würde mich schon mal interessieren, warum magst du eigentlich Stollen? Also du bist doch eher so der Schokoladenmensch. Tja, Schokolade ist toll, Stollen ist noch toller. Okay. Wer von euch mag Stollen? Christstollen? Dresdner Christstollen? Ah, das sind nicht so viele. Mit Rosinen oder ohne Rosinen? Apropos Rosinen. Okay. Warum haben die Rosinen Helme auf? Die müssen in Stollen. Okay. Ja, okay. Also. Okay, also. Weihnachten. Wir feiern ja heute Weihnachten wegen Christus.
Christus, wegen Christus, wegen Jesus, ja. Und nicht wegen Weihnachtsmann, das ist zwar auch schön und gut und so, gell? Oder Schneemänner und sowas. Apropos Schneemann. Okay. Jetzt müssen wir langsam auf den Punkt kommen, Charlie, gell? Wir haben jetzt noch ein bisschen anderes Programm. Einen habe ich noch. Okay. Treffen sich zwei Schneemänner. Okay. Sagt der eine zum anderen, du schuldest mir noch 50 Euro. Und? Sagt der andere, komm im Frühling, dann bin ich wieder flüssig. Okay. Charlie, also wie gesagt, wir feiern heute Weihnachten, nicht wegen übrigens Schneemann, gell? Guck mal nach draußen, der Schnee ist leider weg. Wir hatten ja gehofft, weiße Weihnachten zu haben. Letzte Woche war es richtig kalt, da war es noch schneebedeckt und so weiter. Wir hatten gehofft, die Kinder hatten gehofft, weiße Weihnachten zu erleben, gell? Deswegen gehen wir in Stollen. Genau, der Stollen ist weiß, der hat Puderzucker drauf und so, genau. Und deswegen feiern wir jetzt die Geburt von Jesus. Ja, es geht um Christus, es geht, dass er in die Welt gekommen ist und darauf wollen wir uns jetzt freuen und das wollen wir jetzt feiern miteinander, ja? Okay. Ja? Also Charlie, jetzt würde ich sagen, tun wir mal beide Bühne frei, Platz machen für den Silas Bilger, weil der hat nämlich jetzt auch ein Weihnachtsquiz für uns, eine Weihnachtsprüfung dabei. Mal gucken, was es damit auf sich hat, okay? Okay, tschüss miteinander, schöne Weihnachten. Also unser lieber Johannes muss sich mal gar keine Sorgen machen um seine berufliche Karriere. Stand-up-Comedian könntest du definitiv auch werden. Du kannst nicht nur Pastor sein. Ja, liebe Kinder, Weihnachten. Weihnachten steht nicht draußen vor der Tür. Weihnachten findet jetzt gerade hier statt, wie wir gerade gehört haben vom Charlie. Und deswegen, liebe Kinder, weil ja Weihnachten auch für euch ein besonderes Fest ist, bitte ich mal alle Kinder hier nach vorne vor die Bühne jetzt bitte auf den Weg machen. Und mit Kindern meine ich so ab 3, vielleicht auch 2,5 bis zur 7. Klasse. Also wer in der 8. Klasse ist, der hat hier vorne jetzt nichts mehr zu suchen. Währenddessen könnte auch schon mal die Präsentation eingezeigt werden. Okay, es sind hier alle 3. oder 7. Klasse. Hallo Damla, schön, dass du da bist. Du darfst auch gerne nach unten gehen. So, okay, jetzt brauche ich noch die Präsentation. Yes. Also, ihr dürft einfach mal alle vergessen, die hier so gerade sitzen. Für euch ist jetzt nämlich wichtig, was ich sage und was ihr hier seht, weil ich habe eine, naja, vielleicht eine etwas schlechte Nachricht für euch dabei. Wer von euch möchte heute Abend ein Geschenk haben? Ich bitte um ein Handzeichen. Okay, also es sind doch hier, mal noch hier drüben schauen. Ja, bis auf, also möchten fast alle ein Geschenk haben. Die Sache ist nur die, es gibt noch eine Weihnachtsprüfung und je nachdem, ob ihr diese Weihnachtsprüfung besteht, ist da vielleicht ein Geschenk unter dem Baum oder auch nicht. Man weiß es nicht. Genau, ihr während ich hier das erkläre, könnt ihr euch einfach auch noch hinstellen. Also, die Weihnachtsprüfung läuft wie folgt ab. Wir spielen das altbekannte Eckenquiz vom Scoutscamp oder vom Kickstreff. Kennt ihr das? Ihr seht hier Ecke A, hier drüben Ecke B und da hinten Ecke C. So, ich glaube, wir müssen es dann, genau, ich glaube, wir müssen es dann einfach, dass ihr das weiterklickt, der Presenter funktioniert gerade nicht. Ich stelle euch eine Frage, ich lese auch die Frage vor, weil wir haben ja auch Kinder hier, die noch nicht in der ersten Klasse sind und auf diese Frage gibt es Antwortmöglichkeit A, B oder C. Wenn ihr glaubt, Antwortmöglichkeit A ist richtig, dann stellt ihr euch in die Ecke A. Wenn ihr glaubt, Antwort B ist richtig, dann in die Ecke B
Und wenn ihr glaubt, Ecke, die Antwort C ist richtig, dann stellt ihr euch bitte in die Ecke C. Währenddessen gibt es Musik. Während die Musik läuft, dürft ihr hin und her switchen, euch das überlegen, A, B oder C. Wenn die Musik aus ist, müsst ihr euch auf dem schnellsten Weg zu der Ecke begeben, wo ihr gerade am nächsten dran seid. Dann ist sozusagen die Zeit vom Überlegen dabei. Danach gibt es dann die richtige Antwort. Einfaches Prinzip, hier kommt Prüfungsfrage 1. Wie wird Lebkuchen noch genannt? Ist es A, Spekulatius oder B, Pfefferkuchen oder C, der Krapfen? A, Spekulatius, B, Pfefferkuchen oder C, Krapfen? Also, C scheint schon mal ganz sicher raus zu sein. Wir haben viele in B. Und dann bitte jetzt die Musik aus. Und dann schauen wir mal, welche Ecke ist richtig. B, es sind die Pfefferkuchen. Erste Frage von der Weihnachtsprüfung richtig. Hier kommt Prüfungsfrage Nummer 2. Warum musste Maria und Josef nach Bethlehem? A, wegen einem weihnachtlichen Oma-Besuch. Sie wollten weiße Weihnachten und in Nazareth gab es nicht Schnee, aber in Bethlehem gab es mehr Schnee. Oder es war die Volkszählung. A ist die Oma, B ist der Schnee, C ist die Volkszählung. Wo möchtest du hin? Die Omas werden nicht besucht von euch an Weihnachten. So, und dann die Musik bitte aus. Es ist ziemlich eindeutig, ihr seid ziemlich bibelfest. Wir schauen die richtige Antwort. Es ist C, die Volkszählung. Der Applaus gehört euch. Wir kommen zur Prüfungsfrage Nummer 3. Woher stammt diese Pflanze Weihnachtsstern? A aus Nordamerika, B Australien oder C Mexiko? Wo kommt der Weihnachtsstern her? Schwierige Frage. Schwieriger wie Frage Nummer 2. A Nordamerika, B Australien oder C Mexiko. Und die Musik bitte jetzt aus. So, wir haben ein paar bei A, einige bei B und vereinzelte bei C. Wir schauen auf die richtige Antwort. Es ist C, Mexiko. Also für eure Bescherung, da sehe ich schwarz. Wir kommen zur vorletzten Prüfungsfrage, Frage 4. Wer hat das Christkind erfunden? War es eine Marketingstrategie von Coca-Cola? War es Martin Luther oder C, Walt Disney, weil die noch eine neue Figur für einen Film gebraucht haben? A, Coca-Cola, B, Martin Luther oder C, Walt Disney für einen neuen Disney-Film? Dann bitte jetzt die Musik aus. So, bitte Musik aus und sich. Okay, es gibt hier noch Einzelne, die überlegen, A, B oder C? Okay, wir schauen, steht ihr richtig oder hier C? Bitte jetzt die richtige Antwort, es war tatsächlich B, Martin Luther. Es sieht um eure Bescherung wieder etwas besser aus. Ihr könnt beruhigt sein. Wir kommen zur letzten Prüfungsfrage.
Was ist das Lieblingsgeschenk der Deutschen? A. Sind es die klassischen Socken? B. Die Gutscheine? Oder C. Technikprodukte? Vor einem Jahr hat Johannes auch darüber gepredigt. Manche könnten das noch wissen. A. Socken, B. Gutscheine oder C. Technikartikel. Was sind die beliebtesten Geschenke, die am häufigsten an Heiligabend verschenkt werden? Wir haben auch wieder alle drei Ecken. Spannende Frage. Okay, wir haben einen großen Pulk bei B, viele bei C und ungefähr gleich viele bei A. Wir schauen, was ist das beliebteste Geschenk der Deutschen? Es sind tatsächlich B, die Gutscheine. Ihr dürft alle nochmal nach vorne kommen, weil jetzt wird geschaut, habt ihr die Prüfung bestanden? Ist heute Abend eure Bescherung abgesagt oder findet sie statt? Wir schauen gleich gemeinsam nach. Die Weihnachtsmänner im Hintergrund rechnen gerade noch aus, wie viele Fragen habt ihr alles richtig beantwortet. Ich bekomme gerade rein, wir können nachschauen, die Folie, ob ihr bestanden habt oder nicht, ob ihr Geschenke bekommt oder nicht, werdet ihr jetzt sehen. Ihr habt die Prüfung bestanden, es findet heute Abend die Bescherung statt, ihr bekommt eure Geschenke. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Danke, dass ihr bei der Weihnachtsprüfung mitgemacht habt und liebe Kinder, euch frohe Weihnachten. Thank you.
Ja, und jetzt sind Sie eingeladen, sich zurückzulehnen und das Theaterstück zu erleben, was Sie gleich sehen werden hier auf der Bühne. Dieses Stück ist von Willow Creek und nennt sich Der gestohlene Jesus. Es ist noch ein bisschen ergänzt worden durch Christoph Wirscher und wir freuen uns jetzt auf das Stück Vorhang auf. Soll ich gehen? Ah, jetzt. Danke, sehr unbekannter Mann. Also ich weiß auch nicht, was mache ich denn? Ah, ha. Oma, ich glaube, ich muss dir ein paar neue kaufen, wenn ich morgen das Geschenk von Markus umtauschen gehe. Was man nicht alles tut. Mann, echt. Letzten Winter erst gekauft. Richtig bescheidene Qualität. Man bekommt nichts mehr. Huch! Falsche Knopf. Nein. Rot wirf. Hey, hallo. Was wollen Sie hier? Wer sind Sie überhaupt? Gehen Sie weg hier. Das ist mein Platz. Ein Stiefel? Ja, das ist meiner. Aber Sie können ihn behalten. Den anderen auch, wenn Sie wollen. Komische Art, den Leuten was zu schenken. Aber die sehen ganz hübsch aus.
An Weihnachten geht es mir dieses Jahr sehr gut. Oh. Wirklich hübsch. Ja, schönes Laufgefühl. Die sind wie für mich gemacht. Ja, Entschuldigung, dass der Absatz abgebrochen ist. Was? Der Absatz ist abgebrochen. Ich bin da vorne an der Treppe hängen geblieben. Ah, gut. Gut? Ja, ich habe schon befürchtet, mein Bein sei geschrumpft, als ich da geschlafen habe. wo Sie mir jetzt gerade was geschenkt haben, wie lange wollen Sie da eigentlich noch bleiben? Nur so lange, bis mein Knöchel wieder besser ist. Oh, das wird ja dann nicht so lange dauern. Denn ich habe Rosamarie gesagt, dass sie meine Bank heute Nacht haben kann. Denn ich habe ja jetzt den Stall, nachdem die Familie gegangen ist. Ihre Familie ist gegangen? Meine Familie? Nein, die leben alle nicht mehr, sind alle gestorben. Niemand mehr da. Oh. Haben auch nichts hinterlassen, keinen Cent, nichts. Entschuldigen Sie, aber ich dachte, Sie hätten gesagt, dass Ihre Familie gegangen sei. Ach, nein, nicht meine Familie. Ich meinte die heilige Familie. Also, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass hier was fehlt? Ja, doch schon, aber... Die sind alle weg. Sind alle weg. Und es war nämlich so, sie sind gestohlen worden. Also nicht durch mich. Aber es war so, am Dienstag, da wurden sie alle aufgestellt. Und am Mittwoch, da war Jesus schon weg. Was die nur mit einem Jesus aus Plastik anfangen wollen? Ich weiß es nicht. Also zuerst war er weg und am Donnerstag, dann war seine Familie auch weg. Hier wird einfach zu viel geklaut. Man kann gar niemandem mehr vertrauen. Aber man muss es positiv sehen. Denn Diebstahl ist eigentlich eine Umverteilung von Besitz. Also nicht, dass ich für Diebstahl plädiere, aber es erinnert uns doch immer wieder daran, dass wir eigentlich alle gleich sind. Also schauen Sie den Tatsachen ins Auge. Sie ohne Haus sind wie ich. Also wenn Sie das so sehen... Ja, denn also der Knackpunkt liegt nämlich darin, dass man sein Herz nicht an Dinge hängen soll, die es nicht wert sind. Also sein Herz nicht an Dinge zu hängen, die einen besser dastehen lassen als andere. Jesus und seine Familie, die waren für alle da. Und ich bin eigentlich immer sehr gern hierher gekommen, sie zu besuchen. Man hätte sie nicht stehlen sollen. Aber jetzt, wo sie weg sind, dann bin ich hier eingezogen. Sowas? Vorgestern waren doch alle noch da. Sie, wissen Sie, wo das Jesuskind und seine Eltern hingekommen sind? Also er kann nichts dafür. Das waren andere Leute, die sie geklaut haben. Weiß auch nicht. Aber sehen Sie es positiv. Die Krippenfiguren sind ausgezogen, er ist halt eingezogen. Aber so kann man es doch nicht lassen. Na, dann gehen Sie mal suchen. Die Diebe sind in die Richtung gelaufen. Sie schlafen hier wirklich jede Nacht?
Ja, ich schlafe hier im Stroh, neben der Krippe. Und Rosemarie kriegt die Bank. Das heißt, Sie verbringen Weihnachten hier im Stall? Ja, ich kann nur sagen, es ist festlich. Festlich ja schon, aber auch sehr kalt. Gibt es da nicht bessere sowas wie Unterkünfte, wie Leute wie Sie? Leute wie uns? Obdachlose, das meinen Sie doch wohl. Also, Unterkünfte gibt es schon. Aber sein komisches Wort, Unterkünfte, das hört sich so warm an und so sicher. Ist schon warm, aber morgens müssen wir dann alle wieder raus und sicher. Also ich habe erst letztens meine Tasche dort abgeben müssen und manchmal gibt es dort richtig Krieg. Hier, da ist es friedlich. Und deswegen bleiben Sie auf der Straße? Ja, in der Krippe. Und noch mehr als das, ich fühle mich geehrt, da zu wohnen, wo Jesus und seine Leute gewohnt haben. Also Jesus, der König der Welt, und Maria, die Mutter Gottes. Das kennen Sie doch, oder? Sie sind doch katholisch? Ein bisschen, aber ich denke, ich weiß, was Sie meinen. Ja, weil ich glaube nämlich, Jesus und seine Leute und seine Familie, das waren echte Könige. Und nur ganz ohne Ansehen. Also so wie ich. Und deshalb fühle ich mich auch so wohl hier in der Krippe. Hier weiß ich, wer ich bin. So, Maria, pass auf, da sind wir gleich. Komm, hier haben wir schon die Krippe. Schau. Stell du dich mal hier hin. Kann ich hier soweit alles vorbereiten? So, Jesus, und dass du es warm hast. Wunderbar. So kannst du was sehen. So schön. Oh, sogar eine Kerze haben wir. So sieht's gut aus. Perfekt. So. Ah, die Hirten, die standen weiter vorne. Gehen Sie mal hier. Super, dann kannst du hier nach links drücken. So, das sieht doch gut aus. Klasse, fehlt nur noch Josef. Also Max meine ich. Aber Max ist bald mit den Hausaufgaben fertig und hat dann noch ein paar Stunden Zeit. Und hat sich eigentlich Jessica schon bei dir gemeldet, wann sie dich ablösen kann? Nee, da ist tatsächlich jetzt noch nichts da. Mhm. Aber ich glaube, ich halte es mit Max, Josef natürlich sicherlich auch noch eine Weile aus. Das sieht bestimmt süß aus, so als Josef verkleidet. Und eigentlich hat er auch immer ein paar gute Witze drauf. Ja, aber du weißt doch, dass es so vereinbart ist, dass ihr beide hier ganz artig nebeneinander steht und fröhlich das Jesuskind anschaut. Keine Späße, okay? Also ich soll einfach nur hier stehen und anschauen? Ich habe doch jetzt schon kalte Füße. Hätte ich mir vielleicht doch eine Wärmflasche unter den Mantel schieben sollen. Herr Pfarrer, also Ihr Schauspiel finde ich nicht so klasse. Herr Pfarrer, haben Sie das auch bei der Stadt genehmigen lassen? Ja, genau, weil immer, wenn wir hier Musik machen auf der Fußgängerzone oder mal was jonglieren tun, da brauchen wir immer eine Genehmigung. Die sind da ganz schön streng hier. Ja, aber das lassen Sie doch mal meine Sorge sein. Wir nehmen ja auch gar nichts ein. Oh. Oh, nein, das ist meine Tasse. Aber ich krieg doch viel zu wenig Taschengeld. Ich krieg überhaupt gar kein Taschengeld. Ein Lächeln für den Gemeindebrief. Zu spät. Herr Pfarrer, wie lang müssen die da eigentlich noch bleiben? Das ist mein Schlafplatz. Ab 20 Uhr kann ich dann niemanden mehr gebrauchen. Ja, aber für Sie gibt's doch hier in der Stadt wahrscheinlich viel, viel bessere Unterkünfte, oder? Nein, ich bin jetzt hier eingezogen. Und bevor Sie hierher kamen, da war es auch ganz friedlich. Herr Pfarrer, ich habe eine super Idee. Warum nehmen Sie unseren Freund nicht einfach mit ins Gemeindehaus, also als Ersatz
wäre doch eine super Idee. Ja, ich glaube, das ist so nicht möglich. Sie wissen ja, Kirchengemeinderat und so, das geht nicht. Also ich halte hier sowieso nicht mehr lang aus. Mir ist richtig kalt geworden. Und Sie? Also Sie verbringen wirklich die ganze Nacht hier? Aber das ist ja der Wahnsinn. Ja, da hast du recht, Kleine. Man muss da schon aufpassen. Das ist nämlich so, gerade in so kalten Winternächten, da kann ich manchmal gar nicht richtig schlafen, weil ich Angst habe zu erfrieren, so wie es Edgars Freundin Lilly passiert ist. Letztes Jahr, da ist sie im Hauseingang eingefroren. Also, Herr Pfarrer... Nein, es war nämlich dann so, Edgar musste dann hin und hat sie identifiziert. Herr Pfarrer, also irgendwie habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Also die ganzen Leute, die hier vorbeigelaufen sind, die schauen mich richtig komisch an. Ich fühle mich wie so ein Tier im Zoo. Also eigentlich kann ich auch jetzt schon Jessica sagen, dass sie mich ablösen soll. Aber Maria? Mit Max treffe ich mich nächstes Mal einfach bei den Pfadis wieder. Maria, warte. Hier, hilf mir. Den Jesus, den dürfen Sie da lassen. Sagen Sie, wie heißen Sie eigentlich? Ach, also ich bin der Oliver. Darf ich Olli zu Ihnen sagen? Und wie heißen Sie? Friedrich. Friedrich. Fritz? Nein, lieber Friedrich ist besser. Oliver. Friedrich, hallo. Hallo Friedrich, sag mal, wie geht es eigentlich Ihrem Knöchel? Oh ja, mal probieren. Ja, geht schon etwas besser. Ja, doch. Weil Sie müssen immer in Bewegung bleiben. Immer alles in Bewegung halten, das ist mein Motto. Immer das Blut am Laufen halten. Ach, ist das eigentlich für Sie? Nein, das ist ein Weihnachtsgeschenk für meinen Sohn. Das wird ihm bestimmt gefallen. Muss ja auch das behalten, was drin ist. Das ist doch das Weihnachtsgeschenk. Ach so. Eine Prada-Jeansjacke. Eine Jeansjacke, was? Eine Prada-Jeansjacke. Das ist der Name des Herstellers. Komischer Name. Ja, aber nicht so komisch, als dass es ihn nur dann trägt, wenn sein Etikett vorne draufsteht. Ja, ich glaube, er wird sie aber trotzdem nicht bekommen. Ich glaube, ich muss sie morgen wieder zurück ins Geschäft bringen. Und die Tasche auch? Wissen Sie, meine Frau sagt, das ist viel zu viel Geld für ihn. Er verdient es nicht an Weihnachten. Ja, was verdient er denn? Nichts, wenn es nach meiner Frau ginge. Sie verstehen sich momentan nicht besonders gut. Sie sagt, er ist unverschämt, unwillig, widerspenstig und egoistisch. Das klingt wie die meisten Leute, die ich kenne. Wissen Sie, ich habe meinem Sohn gesagt, er soll respektvoller mit seiner Mutter umgehen. Und zu ihr habe ich gesagt, sie soll verständnisvoller sein. Er ist nämlich noch ein Teenager. Und mir sage ich, ich kann nur glücklich sein an Weihnachten, wenn ich beide glücklich machen kann. Deswegen habe ich die Jeansjacke für meine Frau gekauft, damit sie ihm schenken kann. Ah, so als Friedensangebot sozusagen. Genau. Aber Frieden und Geschenke sind komplizierte Dinge. Ja. WhatsApp. Ich fürchte, das wird schwierig. Ich habe nämlich vorhin meiner Frau eine WhatsApp-Nachricht geschickt und ihr das Friedensangebot unterbreitet und ihr erklärt. Und dann hat sie gleich angerufen. Und was hat sie gesagt? Sie ist explodiert! Und hat gesagt, so wie er sich momentan benimmt, bekommt er nichts von ihr! Also, ach, ich glaube,
Weihnachten wird dies Jahr nichts. Es klingt ein bisschen so, als hätte Ihnen auch jemand Ihren Jesus geklaut. Was? Ja, es ist nämlich so, als Jesus und seine Familie noch da waren, da sind alle Leute vorbeigegangen und haben über ihn nachgedacht und haben überlegt, was damals passiert ist. Und jetzt kommen die Leute vorbei und beschweren sich, sehen, was alles fehlt und wie schlimm alles ist. Sie schütteln den Kopf darüber, dass alles so schwierig ist. Genauso wie Sie und Ihre Frau. Vielleicht haben Sie recht. Sagen Sie, Oliver, bekommen Sie auch Weihnachtsgeschenke? Nicht immer sehr viele, aber dieses Jahr schon 4. 4? Ja, den Stall, die Stiefel und dann hat mir noch jemand das hier vorbeigebracht. Bin ich ja neugierig. Eine Weihnachtsgans? Ja, wollen Sie sie haben? Nein, danke. Fehlt Ihnen auch der Ofen so wie mir? Nein, das ist es nicht. Ich frage mich nur, warum jemand Ihnen eine Weihnachtsgans schenkt. Darüber mache ich mir keine Gedanken. Rosemarie, die war ganz empört. Aber ich fand sie einfach nur schön, weil sie für mich ist. Ich habe schon lange nichts mehr mit meinem Namen drauf bekommen. Da fühlt man sich so richtig wie ein Mensch. Ja. Ich habe eine Idee. Warum nehme ich sie nicht mit nach Hause und brate sie für Sie? Und dann kann ich sie in Einzelportionen aufteilen? Nein, nein, nehmen Sie sie mit und essen Sie mit Ihrer Familie. Was steht da auf dem Etikett? Wiesenhof. Ist leider keine Prada-Gans. Meinen Sie, Ihr Sohn wird sie trotzdem essen? Er wird sie lieben. Aber sagen Sie, warum darf ich sie nicht braten? Weil wir kriegen heute von der Bahnhofsmission schon ein gutes Essen und ich muss jetzt sowieso weg, damit Edgar nicht meinen Platz am Klavier belegt, denn wir singen heute Weihnachtslieder. Ich muss jetzt wirklich gleich gehen und denken Sie dran, Rosemarie kriegt die Bank. Ja, ich weiß nicht, ich muss dann auch gleich wieder weiter. Also dann, ach ja, vielen Dank auch Friedrich für die Stiefel. Ja, kein Problem. Friedrich, noch etwas. Was denn? Wenn Sie jetzt, also falls Sie auf dem Nachhauseweg zufälligerweise Jesus begegnen, dann warum laden Sie ihn nicht einfach ein? Ich kann doch die Gans nicht behalten. Doch, nehmen Sie sie als Friedensstifter, als ganz persönliches Friedensangebot für Ihre Familie. Frohe Weihnachten. Danke, frohe Weihnachten. Unterschiedliche Typen, zwei unterschiedliche Menschen aus zwei unterschiedlichen Welten kommen zusammen, treffen aufeinander, kommen miteinander ins Gespräch. Und sie merken irgendwie, es ist Weihnachtszeit. Auch wenn sie aus unterschiedlichen Situationen kommen, es verbindet sie eines, sie feiern Weihnachten. Und sie haben ganz unterschiedliche Zugänge zu Weihnachten. Während der eine in der Krippe schläft und der andere auf der Bank sitzt. Zwei Menschen, die sich unterhalten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aus welcher Situation Sie kommen. Kommt bei Ihnen auch Weihnachtsstimmung auf? Woran merken Sie, dass gerade Weihnachten ist? Merken Sie davon was? Okay, jetzt Weihnachtslieder, hier der Weihnachtsstern hier vorne, der Weihnachtsbaum, der Stern über Bethlehem. Und die Stimmung, die weihnachtliche Deko zu Hause, ja, wir merken schon, wir leben in der Weihnachtszeit. Olli ist hier eingezogen.
einer Krippe und hat ein lauschiges Plätzchen gefunden. Und der andere, sagen wir mal, der Friedrich, der Geschäftsmann, wirkt gestresst und gefrustet, stürzt und verliert seinen halben Schuh und landet auf dieser Bank und erholt sich und kommt aus einer Familie her, wo der Haussegen vielleicht etwas schief hängt und er Weihnachten wieder gut machen möchte. Ja, das Weihnachtsfest zum Anlass nimmt, wieder durch Geschenke etwas auszugleichen, dass zu Hause wieder alles in Ordnung ist. Wir merken, es gibt so unterschiedliche Situationen, wo wir herkommen. Und ich vielleicht nicht, aber vielleicht haben Sie es gehört, gemerkt, der Olli, der hat immer wieder von Jesus gesprochen. Der Jesus, der fehlt, der nicht da ist, der eigentlich hier hingehört zur Krippe, der hingehört in die Krippenspiele, der hingehört in die Ausstellung, in die Bilder und er ist nicht da, er ist verschwunden, er ist gestohlen worden. Ja, das Entscheidende an Weihnachten fehlt doch. Jesus, wir feiern doch seine Geburt. Das Entscheidende an Weihnachten ist verloren gegangen. Vielleicht erinnert uns das so ein bisschen an manche Situationen in der Vorweihnachtszeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich so durch den Weihnachtsmarkt gegangen bin. Es duftet nach Glühwein, nach gebrannten Mandeln, nach Crepe. Man hört Klänge mit Jingle Bells und leise rieselt der Schnee oder auch gerade nicht so. Und wir merken, wir sind alle gestresst, gehetzt. Gehen wir durch die Kaufhäuser durch, meterlange Schlangen an den Kassen, die Menschen ungeduldig, sie warten und können es kaum erwarten, endlich an der Kasse vorbei zu sein, endlich ihre Geschenke bezahlt zu haben. Und draußen in der Stadt ein Gedränge, die Parkplätze voll, Menschen kriegen keine Parkplätze mehr, alles ausgebucht, die Menschen gehetzt, gestresst. Und ich frage mich, hey, was ist den Menschen denn verloren gegangen? Und vielleicht würde Olli jetzt auch sagen, ist diesen Menschen, ist uns auch Jesus gestohlen worden, weggenommen worden? Was ist Weihnachten für uns? Was ist Weihnachten für Sie, für dich? Was suchst du an Weihnachten? Vielleicht auch der Familienfrieden? Oder Harmonie? Ein gutes Essen an Weihnachten, die Weihnachtsgans, eine Prada-Gans oder von Wiesenhof? Was ist es, was uns Weihnachten ausmacht? Was uns glücklich macht, was uns ankommen lässt in einem richtigen Weihnachtsfest. Und wir merken vielleicht irgendwie dann doch, wenn wir so das Ganze reflektieren der letzten Monate und Jahre, ja, Weihnachten ist irgendwie auch nicht mehr so das, was es mal war. Schon die letzten 2 Jahre war Weihnachten irgendwie komisch. Und jetzt dieses Jahr weniger Lichter, mehr Kerzenschein, weniger Strom, weniger Wärme, alles runterkühlen und wir wissen gar nicht, wie das nächstes Jahr alles noch werden wird. Die Menschen haben Angst, sie sind unsicher. Und vielleicht auch ein lieber Mensch, der nicht mehr dabei ist dieses Jahr, der nicht mehr mit Weihnachten feiert. Olli fragt uns, kann es sein, dass auch dir Jesus weggenommen wurde? Nichts mit friedlichen Weihnachten dieses Jahr, es herrscht Krieg. Jetzt in diesem Moment herrscht Krieg in dieser Welt und gar nicht weit weg von uns. Raketen schlagen ein, Luftalarm statt irgendwelche Engelsgesänge. Nichts mit Frieden auf Erden. Wo ist dieser Frieden? Wir sehnen uns nach diesem Frieden auf Erden. Es scheint so, als hätte dieser Welt jemand Jesus weggenommen. Wo ist dieser Frieden? Wir suchen ihn. Wir brauchen ihn. Ja, Weihnachten heißt auch, irgendwie auf dem Boden der Realität anzukommen, zu merken, ja, wir sind hier, wir sind auf dem Boden angekommen und dieser Boden ist manchmal gar nicht so leicht. Und dann erinnern wir uns an die Geschichte von Bethlehem. Die Hirten auf dem Felde. Die Hirten, die nachts draußen bei den Schafen sind und man muss dazu sagen, die Hirten, die hatten keinen leichten Job. Die hatten es echt nicht leicht. Nachts mussten sie durchhalten, mussten sich abwechseln, Nachtschichten und es war kalt, es war ungemütlich, es war dreckig. Und beliebt waren die Hirten auch nicht unbedingt, denn sie haben gestunken nach Rauch vom Lagerfeuer und nach Schaf. Und dann plötzlich auf dem Boden dieser Hirten tut sich der Himmel auf. Der Himmel öffnet sich, die Tür geht auf, es geht das Licht an und es fangen Engel an zu singen und zu rufen den Hirten zu. Was singen die Hirten, die Engel den Hirten zu?
Hey, ihr Hirten da unten, Friede euch. Hey, ihr schafft es, Kopf hoch. Das wird schon wieder. Morgen früh ist die Nacht rum. Nein, die Hirten singen was ganz anderes. Ein kurzer Ausschnitt aus der Weihnachtsgeschichte. Die Engel sagen und singen, hey, habt keine Angst. Seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk, für alle Menschen, wird große Freude herrschen. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, in dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. In einer Futterkrippe. Eine Botschaft von oben nach unten, auf die Erde, auf unseren Boden. Eine direkte Botschaft Gottes. Der Retter ist geboren, er kommt vom Himmel auf die Erde zu uns in einer Futterkrippe. Doch er ist weg. Holen wir ihn mal kurz. Ha? Ah, du hast ihn geklaut. Dankeschön. Ja, Gott macht sich ganz klein. 53 Zentimeter, 3200 Gramm schwer. So kommt Gott in diese Welt. So kommt der Himmel auf Erden, in diesen Baby. Und das riecht nicht nach Glühwein, nach Zimtsterne, nach Crepe oder nach gebratener Gans. Das riecht hier nach Windeln. Kennt ihr den Geruch von Windeln? Ihr Kinder könnt ihr euch noch daran erinnern, die Jüngeren unter uns? Die Eltern vielleicht mehr. Ja, Gott kommt hinein in den Gestank dieser Erde. Er lässt sich ein auf diese Welt, weil ihm diese Welt nicht egal ist. Weil diese Welt seinen Frieden braucht. Und wir merken in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben, wie sehr die Welt diesen Frieden braucht. Und wir merken auch, dass wir selbst den Frieden nicht machen können. Wir sind hilflos. Wir können beten, wir können im Kleinen was tun, ja. Und doch merken wir haben es nicht in der Hand. Wir haben diesen Frieden auf Erden nicht in der Hand. Wir können es nicht. Wir sind begrenzt, wir sind beschränkt. Ich bin begrenzt, ich bin beschränkt. Ich bin darauf angewiesen, dass Gott kommt, dass Jesus kommt mit seinem Frieden und diesen Frieden zu uns auf die Erde bringt, zu mir, zu dir. Das ist Weihnachten. Weihnachten heißt, wir gehen nicht auf ein Ende zu, sondern wir gehen auf den Himmel zu. Wir sind auf dem Heimweg. Jesus kommt in diese Welt, um mit dir Gemeinschaft zu haben, weil er dich liebt, weil er dir Frieden geben möchte, ganz persönlich. Wir reden so gern über den Frieden, der draußen möglich ist, aber was ist mit meinem Frieden, den ich brauche, in meinen Familien, in meinem Umfeld? Wir selber sind friedensbedürftige Menschen, hilfsbedürftige. Wir brauchen ihn, wir brauchen den Retter, wir brauchen das Heil, weil wir uns nicht selber heilen und gesund machen können. Wir sind abhängig von Gott, seinem Heil, und er gibt es uns. Weihnachten heißt, ich komme zu dir, in deine Welt. Und bei all dem, was uns Angst macht, dürfen wir diese Freudenbotschaft der Engel hören und sagt, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die euch in allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Retter geboren. Dir ist der Retter geboren. Er kommt für dich. Er geht mit dir deinen Weg. Und dieser Weg Jesu ging weiter. Eines Tages wird auf diesem Boden ein Kreuz hineingerammt. Und an diesem Kreuz stirbt Jesus. Er stirbt einen Tod, einen qualvollen Tod. Und das tut er für dich und für mich. Er versöhnt Gott mit uns Menschen. Ein Friedensangebot an uns Menschen. An jeden Weihnachten neu. Habt ihr es gehört am Schluss dieses Theaterstücks, wo Olli den Fritz fragt, hey, und wenn du nach Hause gehst und zufällig diesen Jesus begegnest, dann lad ihn doch ein. Lad ihn doch ein zu dir nach Hause. Und diese Botschaft möchte ich euch
dir mitgeben auf deinen, auf euren Nachhauseweg. Wenn ihr nachher nach Hause geht, nehmt doch Jesus mit aus diesem Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht nur hier im Forum, nicht nur in irgendwelchen Kirchen, sondern sie sind eingeladen, ihr dürft Jesus mitnehmen. Mit nach Hause, an euren Esstisch und am Tannenbaum, in euer Wohnzimmer. Und wenn du heute allein Weihnachten feierst oder hier auf dem Schönblick oder mit deiner Familie, nimm Jesus mit. Lass ihn teilhaben an deinem Esstisch. Er feiert mit dir und wir dürfen mit ihm feiern, dass er da ist und unseren Weg teilt, Gemeinschaft mit uns möchte. Leben wir mit Jesus. Nehmen wir sein Friedensangebot an. Denn ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn können wir nicht leben. Er ist das größte Geschenk an Weihnachten. Amen. Herzen voller Erwartung, die Häuser haben wir geschmückt. Kerzen spenden uns Wärme, doch so viel Leere habe ich entdeckt. Viele wissen nicht, was Weihnacht ist, viele fühlen sich so allein. Fragen nach dem Sinn des ganzen Trubels, soll das wirklich alles sein?
Ja, dieses Lied hat es nochmal wunderschön zusammengefasst. Du bist das größte Geschenk und ich lade Sie ein, nehmen Sie dieses Geschenk mit. Gehen Sie nicht ohne diesen Jesus mitzunehmen. Und nehmen Sie ihn mit und feiern Sie mit ihm. Und was es mit einem weiteren Geschenk noch auf sich hat dazu, Silas, was gibt es noch zu sagen? Ja, liebe Kinder, ihr habt ja die Weihnachtsprüfung bestanden, sehr gut. Und das werdet ihr auch beim Ausgang nochmal erleben, weil wenn ihr rausgeht im Foyer, ist ein Tisch aufgebaut. Viele haben den bestimmt auch schon gesehen. Ich habe auch manche schon gesehen, die da sich schon bedient haben. Und das sind zwei Holzkisten und in diesen zwei Holzkisten sind kleine Geschenke. Die sind vom KIGO-Team für euch eingepackt. Also alle bis zur 7. Klasse dürfen sehr, sehr gerne da ein Geschenk mit nach Hause nehmen. Und schön, dass ihr die Weihnachtsprüfung bestanden habt. Ja, und weil Weihnachten ja erst heute beginnt und wir die nächsten Tage noch Weihnachten weiterfeiern, möchte ich ganz herzlich einladen, erstens zu den Gottesdiensten, die jetzt in den nächsten Tagen auch stattfinden. Zunächst mal morgen und übermorgen zu den Feiertagen gibt es jeweils 10 Uhr Gottesdienst hier im Forum Schömling. Dazu ganz herzliche Einladung. Und dann gehen wir auch mit großen Schritten auf das Jahresende zu, auf Silvester. Und dazu auch herzliche Einladung am Silvestergottesdienst um 16 Uhr am Nachmittag, gleich wie jetzt auch an Heiligabend. Ganz herzliche Einladung zum Jahresabschlussgottesdienst. Und dann im neuen Jahr, nächstes Jahr um 10.30 Uhr zum Neujahrsgottesdienst, auch herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst mit dabei zu sein. Zwischendurch gibt es noch die Möglichkeit, Konzerte zu besuchen hier im Forum Schömling. Und da möchte ich auf ein paar hinweisen und die Bitte, die einzublenden. Zunächst mal am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir ein Konzert der Schwarzwaldfamilie Seitz. Und es beginnt um 19.30 Uhr abends, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Dann gibt es am 28. Dezember ein Konzert Magic Acoustic Guitars. Mit Roland Palatzki und Matthias Waser, auch dazu herzliche Einladung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Zwei Tage später, am 30.12., ein Kirchenkabarett. Männer sind anders, Frauen auch. Ein Kirchenkabarett mit Frank Kampmann, auch hier Eintritt frei, Spenden wird gebeten. Und am Neujahr ein Neujahrskonzert am Abend um 19.30 Uhr mit Pavlos Hatzopoulos. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Auf jeden Fall gibt es da Karten, 15 Euro jeweils an der Abendkasse. Ja, und jetzt wollen wir gemeinsam ein Lied singen. Stille Nacht, heilige Nacht. Und während diesem Lied möchten wir eine Kollekte einsammeln, ein Opfer, eine Spende. Wer möchte, darf gerne was einlegen in diese Körbe, die durch die reingeben. Es ist bestimmt für unsere Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde, die auch von Spenden lebt. Herzlichen Dank für das, was Sie einlegen. Thank you.
Ja, vielen Dank für Ihre Beteiligung, für Ihre Gaben, die Sie für unsere Kinder- und Jugendarbeit gegeben haben. Sie sind in guten Händen. Und genau, herzlichen Dank, Christoph Würster, für dieses Theaterstück, das du auch unter deiner Leitung an die Hand genommen hast. Und vielen Dank für dieses Stück, das du mit deinen Schauspielerinnen, und ich habe nochmal einen Applaus für dich. Vielen Dank. Genau. Vielen Dank euch Musikern unter der Leitung von Stefan Bamberger und auch den Technikern da oben. Vielen Dank. Ja, ihr Kinder, ihr habt es bald geschafft. Ihr habt gut durchgehalten heute. Super. Ihr dürft jetzt gleich bald nach Hause und bald euch draußen die Geschenke holen und dann daheim vielleicht noch viel mehr. Und wir wollen jetzt diesen Gottesdienst schließen mit Vater unseren Segen und danach bleiben wir stehen und singen zusammen unsere Weihnachtshymne, O du Fröhliche. Und jetzt wollen wir zusammen beten und bitte ich, wem es möglich ist, aufzustehen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und so segnet euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen und euch gesegnete Weihnachten und ein schönes Fest miteinander. Und jetzt stimmen wir ein in O du Fröhliche.